Mo und Marv in Gefahr, mit dem größten Aufwand, den wir bis jetzt hatten. So feucht wurde es noch nie, so geil war es noch nie. Unfassbar so geil. Viel Handarbeit gab es noch nie. Ja. Freunde, wir haben getöpfert. Und yes. Was wir getöpfert haben, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Alright. So, ich bin unfassbar gespannt, das ist schon sehr lange her. Ja. Das und Video habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht, ich habe es auch nicht geguckt. Jetzt gehen wir rein. Servus Freunde und willkommen zurück bei der Mo und Marv in Gefahr WG. Heute sind wir aber im Ian Office und wir haben hier schon was vor uns stehen, was bestimmt schon was vermuten lässt. Wird sehr lustig heute auf jeden Fall. Wir haben uns Unterstützung geholt und jetzt werden wir einfach mal versuchen, unsere eigenen Shisha-Köpfe zu töpfern und werden euch unseren miserablen Misserfolg. Miserabler Misserfolg? Also ich gehe davon aus, dass Marvin und ich wirklich Mason Hu, absolute Naturphänomene sind. Oh. In der deutschen Töpferbranche. Gut, ich würde sagen, wir starten einfach rein. Der Mo, dann Experten. Das war auch immer so gut, diese kritischen Blicke von ihr. So, ah, diese YouTube-Spasten, was reden die da? Auch erstmal den Ton komplett nass. Das ist so gut. Erstmal den ganzen Ton nass und du schon so am Einschreiten. Nee, eigentlich nur die Hände nass. Also, ah, perfekt. Danke dir. Also Schritt 1 haben wir gelernt, wir müssen zentrieren. Ja, der ist jetzt überhaupt nicht mehr fest unten. Das war ein sehr guter Cut. Der ist überhaupt nicht mehr fest. Bam! Die hält nur dagegen und die schiebt in die Mitte rein. Man muss noch mal kurz sagen, Respekt, ja. Wie viel Geduld da mitgebracht wurde, weil, ja, der war nötig. Die, oh ja, das sah gut aus. Oh ja, oh ja. Der war's. Der war's. Einmal zentriert, alle so happy. Das ist so der Basic-Schritt. Aber das ist schon echt nicht zentriert. Langsam an den Ton, langsam weg vom Ton. Sehr gut. Nice. Oh, das sieht gut aus, oder? Ja. Ich bin. Ja, so. Und jetzt? Oh, 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 oh. Jetzt vorbei. Ja, ich mach's ein bisschen. Also ich hätte schon gerne, dass das jetzt einfach als Tasse bei euch im Office steht. Das wird meine Müsli. Haben wir gar nicht gemacht, ne? Wir haben keine Tassen gemacht. Nee. Nee. Yay. Oh je. Ah, das ist so ein Kipp. Ja. Nope. Hat sich schon gut angefühlt. Wirklich, ihr glaubt nicht, wie schwer das ist, allein so einen scheiß Klumpen auf diesem Teller zu zentrieren. Das, ja, oder? Das war mit Abstand das Schwierigste, ja. Ja. Also ich hab's auch wirklich, ich hab's gnadenlos unterschätzt. Das ist nicht akzeptabel, dass man damit arbeiten kann, oder? Das sieht so einfach aus und wenn du selbst dran sitzt, meinst du echt, du bist ein Grobmotoriker. Vielleicht sind wir auch Grobmotoriker. Ich glaube, jetzt habe ich ihn wieder dezentriert, ne? Jo. Jo. Das war immer so trocken, ey. Jetzt haben wir beide schon mal müssen. Oh, oh. Tröpfeln. Assistenz. Aber jetzt hast du. Ey, Mo, du hast zu viel getröpfelt. Das ist vorbei. Das war wegen zu vielen Tröpfeln. Nee, nee. Oh oh, oh oh. Oder? Das war geil. Da, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Gut, ich werde nun mein Kriegstrauma verarbeiten. Und Mo darf das nächste Ründchen, oder was? Also unser Ziel ist ein Viral Globe. So rum. Oh ja. Jetzt mit Gefühl. Uff. Das ist zu schnell. Kann ich nicht. Es war so schon gut. Und dann hat Basti hier wieder die Hardcore-Editing-Skills ausgepackt. Boom, verliebt. Können wir kurz das bitte ausdrucken und jeder stellt sich ins Wohnzimmer? Entschuldigung, also das ist schon fast zentriert. Ja. Du musst ein bisschen weinen, ey. Ey, das sieht fast gut aus. Das ist aber noch ein bisschen wenig, oder? Wenn das noch 10% schrumpft. Ja, das muss, das, ja, ich würde sagen, das muss noch ein bisschen größer. Der Profi. Das muss auch originalgetreu sein. Ja, not bad. Not da bad. Da ging's los. Ja. Ja. Das war das Schwierige. Ja. Also das war auch... Also ihr müsst noch kurz wissen, dazwischen lagen noch mal ein paar Stunden. Also wir hatten die ersten Sachen angefangen, dann mussten die ein bisschen vortrocknen. Dann haben wir die nächsten gemacht, dann mussten die vortrocknen. Dann konnten wir die, die wir als erstes getrocknet haben, versuchen weiter zu verarbeiten. Dann haben wir alle kaputt gemacht, mussten wieder auf die nächsten warten und basically so weiter. Und da lagen die, wie lange haben wir in der Sonne liegen lassen? Boah, eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, Stunde?
Schon, ne? Ich glaube sogar länger als eine Stunde. Stimmt, da war es halt auch ein gutes Stück wärmer. Ja, also das Projekt, wissen wir, dass wir es machen wollen, seit März. Ja. Dann haben wir 2 Monate gebraucht, jemanden zu finden, der mit dem Zeug zu uns kommt, das mit uns auch machen will, der halt dafür offen ist, der dafür Zeit hat, aber sich auch auskennt. Und dann haben wir die gute Silke gefunden. Genau. Ja. Und die Silke hat das wirklich sehr nice mit uns gemacht. Ultra. Die war eine strenge Lehrerin teilweise. Ja. Aber dann, das war das, der perfekte Lehrerin-Move immer. Eigentlich freundlich, aber wenn du es falsch machst, das ist scheiße. aber unfassbar sympathisch. Ja, sehr, sehr. Also lieb. Wirklich. Ja, du wolltest gerade auch ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch aufgenommen haben, aber wir haben der Silke auch noch was beigebracht. Wolltest du das? Was haben wir? Nee, ich wollte eigentlich sagen, vielleicht kennen sogar manche jetzt von euch die Silke. Ja. Weil die Silke ist dieselbe Silke wie die Silke, die bei Aeon an dem Summer Smoke Event draußen am Start war und mit ein paar Leuten Köpfe getöpfert hat. Das ist dieselbe Silke. Ja. Sag ich, komm, wir gucken weiter. Genau, und dann hatte man da eben diese Werkzeuge, mit denen man das dann so ein bisschen bearbeiten konnte. Das ist doch mal... Genau, man muss aber auch dazu sagen, die Köpfe, die auf dem Markt sind, die werden so nicht hergestellt. Nee. Das war wie mit absoluten Stützrädern, sodass wir überhaupt irgendwas geschissen bekommen. Genau. Ja. Das ist ja auch nicht gecheckt. Das war außen zu dünn jetzt. Ja. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Geil. Was mich stört, ist, die Seite ist dicker als die. Ich würde sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau, Mau. Ne, sieht ziemlich beschissen aus. Hast du recht. Ja. Da haben wir dann noch nach Dingen, Objekten gesucht, die wir da reindrücken können, damit da irgendwie, weiß ich nicht, noch irgendein Muster oder sowas zu sehen ist, so logomäßig. Aber willst du deine Schürze wieder anziehen? For more professional. Alles gut. Nee, du bist ja jetzt trocken. Lass es trocken. Immer wenn ich denke, ich hab's, dann laufe ich trocken. Ich brauche hier Präzision. Finde ich eigentlich ganz cool hier mit diesem. Das ist wirklich so nice. Ist jetzt auch wieder unfassbar satisfying. Das ist gar nicht so schrecklich. Ja. Vor allem ist auch schnell. Soll ich noch einen machen und dann machst du auch Kannst zwei? Du auch. Ich bin schnell wieder drin, glaube ich. Ist okay, oder? Geil. Wenn Silke einmal gesagt hat, das ist super, mein Herz, ich war so, Maschallah, einfach Töpferprofi jetzt. Hast du gehört, was du gesagt hast? Bei mir wurde noch nett genial gesagt. Das musst du dir anhören. Man muss auch dazu sagen, dass die Silke da wirklich... Die war gnadenlos ehrlich. Das und die hatte wirklich absolut keine Ahnung von Köpfen und sowas. Ja. Wir hatten da im Vorfeld ein paar Bilder geschickt, ich glaube sogar ein Sample. Und dann hatte die im Vorfeld sogar ein paar Sachen in übergroß. Ja, stimmt, die halbe Blumenvase. Getöpfert, aber also die hatten ein Solaris gemacht. Der Solaris ist ja so groß ungefähr. Ja, Digga, der war so groß von Aber die hat sich da wirklich extrem viel Mühe gegeben und das war wirklich sehr, sehr nice. Ja. Sie hat gesagt, sie hat einmal vor irgendwie 20 oder 30 Jahren im Urlaub mal das gesehen und aber ja. So, hör zu. Ist okay, oder? Geil. Bei mir wurde noch nicht genial. Das ist echt zu klein. Ich bin unzufrieden. Den hat er jetzt gar nicht gehört. Nee, was? Wurde ich wieder gemobbt, ja? Nee, du nicht. Das war nur. Oh, das war genial. Das ist jetzt der zweitmassivste Globe, der jemals gemacht wurde. Aber da bin ich schon ultra zufrieden. Oh. Oh. Einfach originalgetreuen Globe-Funnel gemacht. Gut. Das ist nicht der Globe, das ist der Flat Earth. Du kannst natürlich auch ein Loch schneiden. Ja, ich glaube, das ist doch du ein gutes Du drehst dein Tool, Loch oder? Jetzt. Okay, es weine ich. Silke gibt, Silke nimmt. Hoffnung. Und jetzt nimmst du den Finger mit für den Rest. Ja, sieht doch gut aus. Hier läuft einmal. Man will immer so viel wegschaben und dann bist du ruckzuck bist du ausgerutscht. Also, kann ich mir vorstellen. Silke hat das Ding gecarried. Ja, Silke. 100%. Hätten wir uns einfach mit so einer Scheibe und Ton dahin gesetzt, wir hätten bis abends und wir waren ja bis zentriert. Wann waren wir da? Wir waren 7, 8. Ich glaube, ja. Ja. Und das von morgens um 10, 11 Uhr, ja. Ja, also wir waren literally den ganzen Tag, haben wir nur das gemacht für vier komische Ich glaube, wenn wir alleine gewesen wären, wir hätten wirklich 8 Stunden zentriert. Ich bin mir sicher, dass wir abends frustriert rausgegangen wären, gesagt hätten, Projekt ist gestorben. Safe. Und da wäre nichts bei rumgekommen. Nee, ich bin mit dem Depot eigentlich zufrieden, aber ich will ja gerne ein Feature haben. Das ist es. Leicht, so einen Mann zufriedenzustellen. Das ist es. Ja, es gibt 10% mehr Rauch.
So, und jetzt ist die Rille im Depot, glaube ich. Ja. Musst du es wirklich gut festhalten. Ja, das oder nur wenig. In der Fabrik in Spanien sind... Da kommt der Profi. In der Fabrik in Spanien, ja, da haben wir doch schon 18.000 Köpfe hier produziert. Da sehen wir doch jetzt hier nichts. Ein paar Köpfe auch, oui. Genau. Also ganz nett. Hey, ist auch gut getrocknet. Das geht schön mit Gehen weg. Hat doch was, oder? Sehr schön. Ich bin zufrieden. Ja, ja, ja. Zack, kaputt. Und ist das eine spezielle Kohle auch, oder was nennt man das? Nee, ja, da nimmt man Kokosnusskohle. Nee, echt? Ja, aus Kokosnussschalen. Guck, und obwohl sie keine Ahnung hatte, die Frau war richtig offen dafür. Wirklich. Silke, Ehrenfrau. Also man kann keine Prickets nehmen. Kann man, sollte man aber nicht. Ja. Da habe ich meinen eigenen Witz vergessen und fand ihn jetzt witzig. Eigentlich so Konsistenz wie Dosenmilch, das heißt letztendlich wie das da, wird mit dem Pinsel aufgetragen. Oder im Video hat man gesehen, da Haufen wie das. Also ich habe aber jetzt keine 5 Liter, ich habe immer nur so 150 Milliliter und ich pinsel halt. Ich habe so furchtbar viele Glasuren. Aber ich mache ja nicht so Massensachen, ich mache auch nur Einzelstücke. Hier war der Tonleiter-Rip. Echt? Ist Mike ausgegangen oder was? Wahrscheinlich. Das ist jetzt auch unten schon dünn und hier oben ist es noch relativ dick. Aber dieses Hoch. Oh ja, das war dein Vulkenversuch. Ja. Der Mo wollte nämlich nicht nur den Glob, also Real Talk, eigentlich dachten wir uns am Anfang beide, dass wir ganz normale Töpfe köpfern. Töpfe köpfern. Eigentlich dachten wir aber. Oh Mann. Eigentlich dachten wir am Anfang beide, dass wir normale Köpfe töpfern und haben diesen Gedanken sehr schnell verworfen. Waren dann erstmal eine Weile beim Globe, weil es das Einzige war, was wir produzieren konnten. Aber der Ehrgeiz hat uns nicht verlassen. Wir wollten eigentlich noch normale Köpfe töpfern. Und Mo hat dann den Vulcan versucht. Nur hochfahren und dann später kommst du mit ein bisschen Druck daher. Nur mal vom Gefühl her, ohne da jetzt groß Masse mit hochzuziehen, nur die Finger mal hochziehen, dass die mal parallel hochgehen. Versuch mal insgesamt zu umklammern. Sieht irgendwie auch satisfying aus, ne? Ich glaube, ich kann heute Abend beim Schlafen so ein 8-Stunden-Töpfer-Video laufen lassen. Am liebsten würde ich jetzt auch wieder töpfern. Ich hätte auch wieder Bock. Also no joke, das ist eine Empfehlung an alle, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt zu töpfern, macht's. Einfach mal just for fun so einen Töpferkurs machen. Ist wirklich nice. Und ich glaube, für Shisha-Leute dann vielleicht noch so versuchen, mal einen Kopf zu machen. Das gibt dir, ist das was Cooles, was du einfach mal lernen kannst. Das ist was Neues, was du ausprobieren kannst. Und wenn was bei rauskommt, hast du noch einen brauchbaren neuen Skill. So. Ja. Und ganz wichtig für mich, die Hochachtung davor, so einen Kopf zu töpfern. Oder generell für Köpfe und wie man die herstellen muss. Ich meine, man sieht so einen Little in Laden stehen und denkt so, gebe ich jetzt wirklich 15 Euro für einen Kopf aus? Und du denkst dir so, okay, da ist der Ton und dann muss der Schritt und den Schritt und so und aus Spanien dann nach Deutschland. Und dann denkst du dir so, und das alles für 15 Euro und da soll Hukain was dran verdienen und da soll der Shop was dran verdienen. Ne? Oder bei euch mit dem Solaris, dass ihr das dann gemacht habt oder mit eurem Vulcan und so weiter. Na gut, die meisten sind halt schon mit einer Form gemacht. So. Ja klar, ich habe es ja mit dem Little mal gezeigt, wie das da aber gemacht wird. Die Alpakas zum Beispiel, da haben wir auch ein Video gesehen, wie der das macht. Und das hat der Silke gezeigt. Geisteskrank satisfying. Ja. Und die sind halt wirklich alle handgemacht. Die sollen einfach mal das livestreamen. Ja, safe. Gut, wir gucken weiter. Mo's Vulcan-Versuch. Nicht so schnell. Und dann kannst du es nämlich so ein bisschen enger machen und dann kannst du nochmal oben das obere Teil ziehen, weil da ist es noch dick. Die anderen sind noch nicht. Unten ist es dick genug. Oh, da siehst du schon so. Der ging maßlos schief. Abschneiden. Genau. Gut. Und jetzt kannst du es weiten noch ein bisschen. Nur da unten ist es schon sehr dünn, also ich würde eher oben. Ja, das macht da jetzt noch schöne Verzierung. später, wenn es ein bisschen, also so, sollte schon so ein bisschen lederhart sein, weil sonst zerbiegst du es hier komplett. So, da muss unten die Kante. Ja, jetzt hast du auch gleich ein Muster reingemacht. Genau, das war meine Absicht. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Polen waren so schlimmer. Auf jeden Fall definitiv dazugelernt. So, da sieht man ganz gut, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Ja, da musste man dann immer, du musstest einen Wasserfilm da drauf machen und dann hast du so einen Draht genommen. Genau. Ein Draht. Und dann musstest du es mit dem Wasser da durchziehen. Und so hast du das dann abbekommen von der Platte. Hast du das ohne das Wasser probiert oder hattest du nicht die richtige Technik oder das schön runtergedrückt, hast du direkt wieder deinen Dienst zerfetzt. So, wenn du eigentlich dachtest, so ist gut, einfach mal kurz. Ja. Fertig. Hat definitiv dazugelernt. Wäre schlimm, wenn nicht. Da geht es jetzt nur ums Abrunden. Ja. So, da haben wir es jetzt trocknen lassen. Ja. Und dann ging es weiter. Und das war sau schwierig. Das ist wirklich so schwierig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute jetzt daheim sitzen und sich einfach denken, Digga, das sieht so einfach aus.
Das war das Schlimme, Schmutz, was man gemacht hat. Das Schlimme das an den war wirklich Köpfen. High Performance. Ja, ja. Ist so. Das Blöde war bei den hohen Köpfen, bei den Klo-Köpfen, die konntest du einfach auf die Drehscheibe und dann konntest du die geil fixieren. Ja. Bei den hohen Töpfen hast du halt unten den Stamm und das gescheit zu fixieren, das war kaum möglich. Ja. Ihr dürft jetzt nicht denken, das ist fest, das ist lederhart, wie Silke uns gelehrt hat. Das ist, wenn du da jetzt einmal zu fest drückst, dann fliegt dir die Scheiße wieder um die Ohren. Plus, wir kriegen das nicht perfekt hin und durch das Drehen eiert es so geisteskrank rum. Ja. Also es war schwierig, es war wirklich schwierig. Guck, seht ihr, was ich meine? Ja, ich mach da Rillen rein. Also, hatte ich eh vor. Das war halt echt, bei dem flachen kleinen Kopf war das echt angenehm. Ja, aber ich glaube so. Ganz vorsichtig. Also hier ist irgendwie so eine Delle drin, ich weiß nicht, wie die kommt. Aber ich auch nicht. Aber du kannst insgesamt ein bisschen weichen. Also hier, ich spiel schon mit dem Gas. Oh. Kriegt man gerne nicht mehr raus. Ja, aber ist okay. Also wir haben jetzt einen meiner Köpfe verziert, beziehungsweise ich habe das Depot rein, habe ich ausgeschabt und es lief tatsächlich schlechter als ich dachte. Nee, weil wir hatten ja davor diese Globe-Variante gemacht von dem Kopf und der war schön flach, den konnte man schön fixieren und dann beim Drehen auch schön ausschaben. Das ist bei den Köpfen mit den Stämmen allerdings extrem schwierig. Deswegen semi-gut. Ich habe schon angefangen, ein bisschen zu zentrieren, da wir ja unten das Reservoir haben. Guck mal, wie perfekt das bei ihr war, ne? Ja, das Zentrieren war... Aber wenn du es dann mal wirklich halbwegs zentriert hast, und dann warst du auch direkt unfassbar stolz auf dich. Ja, so eine Kleinigkeit, du hast dich gefühlt wie King. Ja. Gerade Marathon fertig, so ungefähr. Das ist, wie easy das aussieht. Ich wollte gerade sagen, wenn man das bei ihr sieht, denkt man so, ey, du machst halt mal so, dann machst du so, dann machst du so und du bist fertig. Aber umso geiler war das halt, du hast so nach einer halben Stunde zentriert bekommen und dachtest so, walla, Töpferkurs von 3 Jahren gerade in 30 Minuten. Wo ist mein Meisterbrief? Ist so. Jetzt ist es ein bisschen zu hoch. Ich sehe da gerade keinen Unterschied zu unserer Arbeit. Die Silke hätte in dem Moment am liebsten, aber weißt du. Und jetzt versuche ich irgendwo diese Bubble da reinzumachen. Also ich glaube unten... Passt schon fast. Und jetzt drücke ich einfach von innen raus. Das ging dann, glaube ich, auch schief. Ja, ich glaube, bei ihr, die Bubble hat auch nicht geklappt. Es ist eigentlich genau so gelaufen, wie ich das erwartet habe. Ja, schön. Für mich sogar größtenteils gefailt, aber tatsächlich ein paar Köpfe bei rausgekommen. Ja. Also du sitzt an der Platte, du denkst nur drüber nach, was du da gerade machst. Du arbeitest mit den Händen. Es ist wirklich eine unglaublich meditative Arbeit. Arbeit, ja. Es ist, also wirklich, wenn du da in der Platte bist und hast den Ton vor dir, du denkst nicht über irgendwelche vor Sachen. Vor allem willst du die ganze Zeit, du willst einfach, scheißegal was, du willst einfach irgendwas machen, weil es wirklich... Und auch immer das Nächste und das Nächste und das Nächste. Also hätte uns da niemand aufgehalten und hätten wir keinen Zeitdruck gehabt oder so, weil wir hatten die Silke ja nur für so und so viel Zeit. Ich glaube, wir hätten 1000 Köpfe an dem Abend noch gemacht. Ich hätte auch unfassbar gern am Event getöpfert. Habe ich mir auch gedacht. Das waren jetzt 10 Minuten für den Walken, ne? Kommt schon hin mit den 10%. Da habe ich halt wirklich gar kein Auge für. Ich kann das null einschätzen. Individualität muss ja auch. So, getöpfert haben wir, versucht. Wir haben es jetzt aber geschafft, ein paar Köpfe zu produzieren, die akzeptabel aussehen. Die werden jetzt noch glasiert und gebrannt. Und dann kommt der Moment, wo wir uns jetzt live wiedersehen und zusammen gucken, ob man die Dinge auch rauchen kann. Hallo. Es bleibt spannend. Ja, und deswegen mussten wir eben noch mal aufhören, die Köpfe zu bauen, weil, Freunde, ich habe hier eine Kiste. Und in dieser Kiste befinden sich unsere Köpfe. Als erstes präsentieren wir euch den Globe von Mo. Das ist, guckt, da seht ihr noch den verzweifelten Totenkopfversuch. So sieht der aus. Das ist der erste Kopf. Dann ist ein bisschen klein, aber... Haben wir hier meinen Flat-Fake-Globe mit... Also wirklich unglaublich flachem Depot. Guck dir das Depot an. Also ich glaube, da brauche ich, weiß ich nicht, 7 Gramm Tabak oder so. Wenn es sogar weniger. Der wird auf jeden Fall unglaublich sparsam. Und unten brauche ich, glaube ich, 18 Kopfdichtungen, wenn ich das hier so sehe. Einer ist beim Brennen umgefallen. Das war die nächste Variante hier. Das war ein Vulkenversuch, der dann zum Anti-Vulken wurde. Zumindest hier unten. Depot sieht so aus. Auch eine sehr schöne Farbe geworden, finde ich. Also der Colorway ist sehr geil. Aber da ist, hier ist eine Stelle, da ist er leider dem Töpferofen zum Opfer gefallen.
Und dann haben wir meinen zweiten Globy. Das ist der Globe X Stone, wie ich ihn gerne nennen würde, weil ich habe da diese Rillen. So, ne? Da seht ihr nochmal die Rillen. So sieht er von der Seite aus mit meinen Verzierungen. Und unten wieder das massivste Kopfadapter, Kopfdichtungsloch, was es jemals auf Planet Erde gab. Und dann haben wir hier noch eine schwarz-blaue Variante von Mose. Mit einem riesigen Funnelloch, aber auch sehr, sehr schöner Colorway. Unten so schwarz und oben geht es dann langsam rüber. Wenn du oben drauf guckst, hast du diese blauen Verzierungen. Ich würde ihn gerne Korallenriff Deepwater nennen. Ja, aus Performance-Gründen hier den rechten Steg ein bisschen dünner als den linken. Ach. Weil wir auf der Nordhalbkugel sind, genau. Und der Achsenverschiebung. Ja. Genau. Verstehe, ja? Also das ist schon, das war bewusst so gewählt. Science, bitch. So ein Ding ist das. Ja. Boah, der ist auch schwer. Also guck mal, der hier. Ist der so viel schwerer? Ja, der ist schwer. Aber der ist halt auch oben 8 Kilometer breit, ne? Wir können ja mal kurz, habe ich hier noch ein HMD irgendwo liegen? Warte mal. Lukas? Ja, der passt perfekt. Digga! Ja, das, wir haben das aber auch genauso. Hör mal. Mir war das klar. Profis. Das hier wird ein bisschen... Ja, das ist halt wie... das für Overpack halt auch. Ja, bei mir ist rutschig wie Overpack. Sau, aber genau, ja, er ist safe. Deswegen ist mein Depot ja so schön flach. Und genau. Mit der Rille, ja. Ne, die für den Airflow, den Sog, Unterdruck. Ja, also ich rauch den. Welchen rauchst du? Ich rauch den hier. Okay. Also, wie haben wir den jetzt genannt? Coral, Deep Water, Deep Coral Water. Oder? 3.0. 3.0, ja, natürlich. So, also wir fangen jetzt mit dem Elderberry Shock an. Da mal hier ein bisschen reinklatschen. Boah, das... Hey, du musst in die Cam. Hä? Stell dir mal da hin. Und dann baust du dir voll auf Cam. Hoppala. Boah, der riecht aber auch, der riecht köstlich. Ja, so, ich gucke, ob ich es umstellen kann. Ich würde sagen, das langt schon mit dem Elderberry Shock. Und wir gehen zum Must-Have Blurry. Das wird ein köstliches Köpfchen mit selbst getöpferten Kopf. Hier noch ein bisschen was rein. Das Depot lässt sich okay bauen. Aber ja, es sieht doch gut aus. Es sieht nur irgendwie so breit aus, ne? Ja. Aber eigentlich geil. Also wenn ich da jetzt Tabak drin liegen sehe, sieht eigentlich cool aus. Das ist schwierig zu bauen, weil das so... So schmal, ne? Ja, so schmal ist. So. Denk dran, wir brauchen Kontakt, sonst fetzen die Smokeboxen. Ja, das wird übel Kontakt, weil der geht ja... Meiner liegt ja so ein bisschen drin bei dem Kopf. So, ja, der Kopf ist gebaut, würde ich sagen. Wunderbar, dann übernehme ich mal. So, Shock Apple, riecht geil. Gucken wir mal, wie sich das hier bauen lässt. Ja, ist auf jeden Fall absolut Premium-flach. Also wenn ihr dachtet, ein Hyphen ist flach, dann probiert mal den Marv Globe. Der ist Premium-flach. Ja, das ist halt, ich hab halt an die Zeit gedacht, wo 25 Gramm Tabak sehr teuer werden und ich dann schön Tabak sparen, rauchen will und so. Und das ist mir auch einfach gelungen. Oh, Digga, das ist wirklich, da musst du dich erstmal dran gewöhnen hier. So. Ja, dann nimmst du echt nur so einen kleinen Klecks Tabak und dann ist das schon too much. So, jetzt müssen wir innen und außen noch so ein bisschen verteilen. So würde ich das, glaube ich, lassen. Hör mal, bin auf jeden Fall happy. Prachtstück, oder? Ich hoffe so sehr, dass die performen. Gib nochmal deinen. Auch sehr wild. Dein Funnelloch ist so geil, weil das nochmal so trichtermäßig ist. Und jetzt ist die Frage... Das passt. Ey, wunderbar. Es passt. Guck mal von oben, wie krass du den Kopfadapter da siehst. Wild. Da ist einfach fast kein Spiel. Ja, das wollen geil. Wir auch so, weil das Anzugsverhalten von dem Rauchminimierung. Genau. Wunderbar passt das. Wunderbar passt das. Hält auch Bombe, oder? Ja. Junge. Das, also. Maschallah. Als ob zwei Töpfermeister getöpfert hätten. Wie? Als ob. War doch so. Da ist aber wirklich auch noch die äußerste Kante am Tabak dran, ne? Das ist halt ein gutes Vollkontakt-Setup. Ja, das kann man wohl so sagen. So. Kohle ist fertig, die Köpfe sind gebaut. Ja. Deswegen kriegt jetzt jeder erstmal nur zwei. Wir wollen uns ja auch mit der Hitze, gerade bei so einem High-Performance-Produkt, langsam rantesten. Genau. Richtig. Wir gucken mal, was mit zwei Kohlen jeweils passiert. Es gehen aber nochmal zwei an. Und dann voll rein. So, Mau. Zwei Kohlen liegen drinne. Die hatten jetzt eine Sekunde. Sollen wir mal rantasten. Jeder den ersten Zug so. Nehmen. Von aber unseren selbst hier? Geköpferten Töpfen. Cheers. Cheers. It works. Geil. Okay,
Jetzt müssen wir ein bisschen anrauchen. Ich habe auf jeden Fall geisteskranken Kontakt und mein Durchzug ist komplett RIP. Aber ich glaube noch ein paar Mal ein bisschen, ihr kennt ja den alten Drehtrick, ne? Ein bisschen HMD-Hebel, ein bisschen versetzen, wieder drauf. Also ich sag dir, wie es ist, ich bin froh, dass ich nur 2 Kohlen drin hatte. Ja, ist auch. Aber das sind no joke. Nicht nur tabaksparende Köpfe, kohlesparende Köpfe. So sieht's aus. Das ist eine ganz neue Erfindung. Aber ey, no joke, läuft gut. Läuft gut, oder? Bei mir auch. Wir müssen gleich mal gegenseitig probieren. Ey, ich bin begeistert, Freunde. Ich bin glücklich mit dem Kopf. No joke, man kann den einfach rauchen. Safe. Ist geil. Trade? Läuft auch gut, aber ich glaube, du hättest noch einen Ticken höher bauen können. Ticken höher, aber ich glaube, ich klatsche da jetzt auch noch eine Kohle rein. Aber ja, schmeckt auch geil, die Mische. Dann aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut performt. Aber jetzt, ganz ehrlich, welchen Kopf findest du gerade geiler? Es ist halt wirklich schwierig. Deine hätte ein bisschen weniger Kontakt gebraucht, meine ein bisschen mehr. Ja. Aber ich glaube, von der Performance... Also, er drückt nicht, er kratzt nicht, er schmeckt gut, alles wunderbar. Ich hätte mir nur mehr Kontakt gewünscht, was eher ein Bauproblem als ein Kopfproblem ist. Ich hätte gern mal gewusst, wie meiner jetzt wäre, hätte der so eine riesen Kopföffnung wie deiner. Aber ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, weil bei mir ist ja der Kopfadapter das Limitierende. Ich glaube tatsächlich nicht unbedingt. Aber ich bin mega happy, dass sie laufen. Also, Digga, wenn du in die Kamera guckst, geisteskrank. Ey, no joke, der steht Köpfen, die man kaufen kann, in nichts nach. Safe. In nichts. Ja. Also ich dachte, die werden rauchbar, aber wir sagen am Ende, ja, aber wenn du dir so, weiß ich nicht, so einen Wandenberg holst oder so, ist schon viel geiler. Ja. Wandenberg wäre mir auch noch ein bisschen lieber. Aber ganz ehrlich, für einen sparsamen Kopf, also ich würde den genauso, vielleicht nicht ganz genauso, aber fast genauso in Produktion geben. Ich bin begeistert. Mo? Ist geil. Wir haben Köpfe getöpfert, die funktionieren. Und vor allem, der Tag war, das hat wirklich unfassbar Bock gemacht. Maschallah. Also ich bin wirklich nach dem Tag nach Hause gekommen und habe gesagt, wir brauchen eine fucking Drehscheibe zum Töpfern. Also Fazit fürs Video. Geil, oder? Leute, läuft super. Sucht euch einen Töpferkurs. Ja. Probiert es einfach mal aus. Ist geil. Und es funktioniert. Ja, ist geil. Also Mo und Marv nicht in Gefahr, sondern Mo und Marv in Euphorie. So sieht's aus.